6 Kandidaten da für die kommende Landtagswahl. Die bekommen von mir Fragen gestellt, auf die sie 2 Minuten antworten dürfen. Da läuft dann der nächste Counter durch und nach 2 Minuten gibt es ein doofes Geräusch und ich versuche dann massiv abzuschneiden, dass die Kandidaten tatsächlich nur 2 Minuten dazu reden. Danach haben wir die Möglichkeit, eine Publikumsfrage zu beantworten. Da haben Sie 5 Minuten Zeit. Da darf nämlich jeder mal ein bisschen was dazu sagen. Ich bitte jeden von Ihnen nicht zu lange dazu zu sprechen, um den anderen Kandidaten und Kandidatinnen auch die Chance zu geben, auch etwas zu sagen. Für diese Publikumsfrage können Sie dort vorn bei meiner Kollegin mal bitte den Arm heben, ja, daher, können Sie so einen Zettel ausfüllen. Wir haben 5 Oberthemen, zu denen Sie eine Frage stellen können. Das ist Verkehr, Klima, Wirtschaft, Natur- und Artenschutz und Landwirtschaft. Dazu können Sie eine Frage hier raufschreiben und dort vorne in diese Kästchen einwerfen. Die Kollegin wurde so einen Zettel rumgegeben. Wenn Sie oben raufschreiben, zu welchem Thema das ist, müssen Sie nicht nochmal zu dem Kästchen hingehen, sondern können es der Kollegin zurückgeben und sie wird es dann in das richtige Kästchen einführen. Wir werden das dann eine Frage ziehen, eine nur. Ja, also wenn Sie viele Fragen dazu stellen, tut mir leid, ich würde danach nochmal mit dem Kollegen sprechen, können wir nicht machen. Wir ziehen eine daraus, ich versuche zu entziffern, was Sie da drauf geschrieben haben und stelle dann diese Fragen. Vielleicht noch ganz kurz zum BUND. Wir sind halt ein Naturschutz- und Umweltverband hier in Sachsen mit 8000 Mitgliedern. Inzwischen der drittgrößte, glaube ich. Größer ist noch der NABU und der Anglerverband, der auch ein anerkannter Naturschutzverband ist in Sachsen. Und wir sind die Nummer 3, schnell wachsend. Sie können auch bei uns Mitglied werden. Wir haben so ein Mitgliedskärtchen vorne liegen. Ja, der Werbeblock gehört immer dazu. Ne? Wenn Sie wissen wollen, warum Sie Mitglied werden sollten bei uns, dann können Sie mal unseren Jahresbericht lesen. Da haben wir vorne ein paar liegen. Können Sie mal durchlesen und sehen, warum Sie auf jeden Fall schon längst Mitglied geworden sein sollen. Und zuletzt, warum sitze ich eigentlich hier und mache so eine Veranstaltung und bin ich mit meinem Sohn zu Hause und mache eine Radtour? Weil wir finden, dass diese Wahl sehr wichtig ist. Wir wollen es vielleicht nicht so überspitzen, wie der ein oder andere es macht und sagt, es ist eine Schicksalswahl, aber es ist eben, es geht um den Landtag, es geht darum, wie 5 Jahre lang hier in Sachsen regiert wird. Deswegen haben wir auch so eine kleine Kampagne aufgemacht als BUND, natürlich auf die Natur- und die Umweltschutzthemen bezogen. Ich gehe davon aus, dass Sie sowohl links wie rechts von mir der Meinung sind, dass es nicht nur Natur- und Umweltschutzfragen gibt, die besonders wichtig sind. Wir sind aber ein Verband, der sich darauf konzentriert. Es gibt keinen Planeten B. Bitte gehen Sie wählen und wählen Sie ökologisch. Das wäre mein Appell an Sie. Und um die Entscheidungsfindung dazu zu haben, haben Sie heute diese Veranstaltung. Ich stelle mal ganz kurz vor, wer rechts vor mir sitzt. Herr Wamser von den Freien Wählern, daneben sitzt Herr Wackenbrot von der CDU und Frau Knebel von den Linken. Links von mir sitzt Frau Mayer von den Grünen, Herr Borner von der FDP und Frau Drexler von der SPD. So, dann, Sie sind bereit in den Startlöchern, Jan, du bist auch bereit. Ne? Meine Frage darfst du noch nicht wegmachen, ich rede manchmal ein bisschen länger. Erst starten, wenn die Kandidaten dran sind. Ich würde bei der ersten Runde mit Ihnen anfangen, Herr Wamser, und dann gehen wir hier runter. Sie sind die letzte und bei der nächsten Runde, damit das immer schön demokratisch ist, gehen wir von der anderen Seite rüber. Und damit es für mich einfacher ist, machen wir das immer so hin und her, ansonsten verliere ich noch den Fall. Alles klar. So. Erste Frage geht bei allen Fragen gleich nochmal vorausgeschickt. Wir sind, da wir ja hier in Riesa sind, an der Elbe, es ist immer so ein bisschen Elbezug da bei den Fragen. Auch wenn natürlich nicht ganz Sachsen den Elbezug hat, aber es ist der Fluss in Sachsen. Insofern gucken wir da immer auch ganz stark auf den Elbe. Das ist eine Verkehrsfrage. In den letzten 25 Jahren sind hunderte Millionen Euro an Steuergeldern in den Fluss Elbe gesteckt worden, um die als Wasserstraßen und auszubauen und die Häfen auszubauen. Ungefähr sind es insgesamt 700 Millionen Euro gewesen. Allerdings wird gleichzeitig immer weniger auf der Elbe transportiert. Wir haben da Zahlen, dass der Güterverkehr ständig runtergeht, auch wenn das keiner so recht glauben kann. Aber wenn Sie raus zur Elbe gehen, sehen Sie warum. Es gibt andauernd Niedrigwasser, die sind nicht vorhersehbar. Umgekehrt sind wieder die Hochwasser, die sind auch nicht vorhersehbar. Und so wie das aussieht, wird das in Zukunft noch zunehmen. Also im Zuge des Klimawandels werden wir wahrscheinlich immer weniger vorhersehbare Hoch- und Niedrigwasser haben. Und daran können auch die intensiven Baumaßnahmen nichts ändern. Trotz dieser ungünstigen Rahmenbedingungen, wie ich gerade gesagt habe, wird eher noch ungünstiger, ist es so, dass weiterhin sehr, sehr viel Geld in den Elbeausbau hineinfließt und auch in den Ausbau von Häfen geflossen ist und fließen soll. Also aktuell sind
wenn Sie jetzt in die Regierung kommen, werden Sie sich dafür einsetzen, den Bedarf für weitere Baumaßnahmen an der Elbe und an den Häfen unabhängig prüfen zu lassen? Also vielleicht eine unabhängige Expertenkommission berufen, die mal schaut, ist es wirklich notwendig, die Häfen hier weiter auszubauen und den Fluss Herr Banter? Sie dürfen zuerst und haben Jan. Jetzt 2 Minuten. Okay, also ich will dort gerne darauf antworten, wobei die Antwort sicher vielen nicht gefallen wird, weil es gibt dort keine Lösung. Weil die Elbe ist natürlich eine wichtige Wasserstraße, es ist ein wichtiger Fluss, es ist ein wichtiges Naturreservoir. Und inwieweit jetzt die Wirtschaft sinnvoll die Elbe als Wasserstraße, als Transportweg verwenden kann, ja oder nein, hängt ja von vielen Faktoren ab. Wir wünschen uns alle, dass die Straßen entlastet werden. Wir wünschen uns alle, dass viel mehr auf die Schiene kommt. Das funktioniert alles noch nicht so. Wir würden uns vielleicht wünschen, dass manches auf der Elbe transportiert wird, wie es halt früher mal war. Ich kenne das aus DDR-Zeiten noch. Das wiederum bedeutet aber, dass ich schon ein dickes Brett bohre, denn die Elbe müsste dann ganz anders behandelt und gepflegt werden. Ich wohne an der Elbe. Ich habe die Elbe 2-mal in meinem Haus begrüßen dürfen. Ich liebe sie trotzdem. Habe aber in dem Zuge hinterher feststellen müssen, dass also über Jahrzehnte sehr, sehr nachlässig mit der Elbe, mit der Natur, mit der Region umgegangen wurde. Und wenn man das in Ordnung bringen will, dann muss man das zumindest im Einklang mit Naturschutz, mit Lebensräumen für die Menschen machen und natürlich dann überlegen, ist der Ausbau als Wasserstraße sinnvoll. Expertenkommission, das ist immer so eine Sache. Ja, die braucht man sicher für Spezialthemen, aber ich glaube, man muss auch manchmal mit einem gesunden Menschenverstand sich erstmal so ein Bild machen, wie könnte es denn sein? Und da habe ich momentan große Zweifel, dass man mit alleine gesunden Menschenverstand hier in der Richtung hinkriegt. Ich denke, man muss nach so einer Wahl, oder ja, man kann es ja erstmal auch mal machen, einfach mal gucken, dass man mit denen, die im Gleichklang denken, die also sagen, wenn die Region entwickelt werden soll, wenn die Entlastung der Straßen passieren soll, lässt sich das sinnvollerweise mit der Elbe machen, ja oder nein. Aber jetzt nur Geld in der Elbe versenken, das würde ich jetzt nicht befürworten. Okay, ich fasse kurz zusammen. Sie würden gerne einen schon naturschutzfachmäßig das Ganze mal angucken und Sie sind sich noch nicht so sicher, ob das weiter ausgebaut werden soll oder verstopft sollte mit dem Elbeausbau. Das würde ich so akzeptieren. Also Expertenrat einzuholen ist eigentlich nie verkehrt, deswegen stehe ich dem völlig offen gegenüber. Meine Partei plant nicht eine weitere Vertiefung der Elbe oder die Fahrrinne sozusagen zu verbreitern. Was wir wollen ist Ausbau der jetzigen Zustände. Wir wollen also sozusagen einen Gleichklang zwischen Naturschutz und Nutzung in diesem wunderbaren Dreieck zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialer Absicherung der Betroffenen. Wir wollen uns einsetzen dafür, und das müssen wir wahrscheinlich auch innerhalb der europäischen Gesetzgebung, dass die Elbe als Bundeswasserstraße erhalten bleibt. Wir können die nicht einfach dicht machen und sagen, geht auf die Straße. Das kommt gerade von Ortsterminen, wo die Leute sich bitter beklagen darüber, dass die Straßenbelastung durch Lastwagen immer höher wird. Das gilt auch gerade für den Raum Wiesa. Flugzeuge werden auch gerade verteufelt. Also Wasser ist eigentlich ein verträgliches Transportmittel, mit dem man die Wirtschaft eigentlich ankurbeln kann. Von daher glaube ich, dass wir das weiter ausbauen sollten. So stand es auch im Koalitionsvertrag. Wir brauchen dabei natürlich eine natur-umweltverträgliche Nutzung der Elbe. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir diesen wunderbaren Elberadweg ausbauen, dass wir die Nutzung nicht übertreiben, dass wir Naturschutz an den Auen, an den Naturschutzgebieten, an den FFH-Gebieten ausweiten. Und wir müssen sehen, dass wir, Herr Ramser, das haben wir ja immer wieder uns bemüht, dass wir einen verträglichen Hochwasserschutz hinkriegen in einem Gleichgewicht zwischen technischem Hochwasserschutz und ökologischem Hochwasserschutz. Das wäre es, wenn man sich 28 Sekunden sparen darf für die nächste Fragerunde, dann wäre es das für die erste Runde. Können Sie leider nicht, Sie sind beim nächsten Mal auch auf 2 Minuten nur eingeschränkt, aber gut. Ich will vielleicht noch mal an einer Stelle so ein bisschen, dann würden Sie vielleicht noch mal 28 Sekunden draufreden, so ein bisschen, wie sagt man, Öl ins Feuer gießen. Es ist ja so ein, Sie haben eben gerade dieses Spannungsdreieck beschrieben, ja, Ökonomie, Ökologie und ja. Wie funktioniert das? Also wenn wir die Elbe ausbauen, dann werden wir immer eine Auswirkung auf die Ökologie haben und gleichzeitig ist völlig fraglich bei dem Niedrigwasser, was wir haben, ob dieser Ausbau überhaupt was bringt. Ja, also das ist deswegen, das ist sozusagen die große Frage, bringt das überhaupt noch was?
Ist das schon die Publikumsfrage? Nee, das ist noch nicht die Publikumsfrage. Das ist eine Moderatorenfrage. Ich glaube, unser System lebt doch vom Kompromiss. Ja. Und unser System lebt eben nicht von Ja oder Nein, sondern es lebt nicht von Schwarz oder Weiß, sondern es lebt von Grau und es lebt wirklich vom Kompromiss. Wir müssen sehen, dass wir die wirtschaftliche Nutzung, die gegeben ist nach europäischen Richtlinien, zusammenbringen mit den ökologischen und ökonomischen Gegebenheiten. Das wird die große Kunst sein, aber das ist eigentlich Kunst von Politik in jedem Fachbereich und jeden Tag. Ich glaube, das waren 18 Sekunden nochmal. Dann würden Sie jetzt. Ja, also die Frage war, würden Sie der einsetzen, diese weiteren Baumaßnahmen an der Elbe unabhängig überprüfen zu lassen? Ja. Also die unabhängige Überprüfung ist wichtig. Eine ganzheitliche Betrachtung ist bei jeder Maßnahme wichtig, weil wir müssen die Nachhaltigkeit, die permanent in den Raum gerufen wird, tatsächlich auch mal nehmen, was zurzeit leider nicht stattfindet. Verkehr auf der Elbe ist es so, Verkehr auf der Elbe ist gut, ist auch ein gutes Ziel. Das Problem, was wir nur haben, ist, wie schon angedeutet wurde, dass es immer weiter einen Rückgang gibt, dass wir also viel mehr Lkw-Transporte haben, die hier im Wiesauhafen umgeschlagen werden. Also der Verkehr, der tatsächlich stattfindet, findet auf der Straße und nicht auf der Elbe statt. Das heißt also, selbst dieses Verhältnis mal finden, wie viel ist denn überhaupt möglich auf der Elbe, was könnte man überhaupt ausbauen und an welcher Stelle. Es gibt also da auch schon Betrachtungen vom Sächsischen Rechnungshof, die das sehr kritisch sehen, was zurzeit hier gemacht wird und wie viel Geld da in die Hand genommen wird für Dinge, die eigentlich dann wieder auf der Straße und der Schiene stattfinden. Und aus dem Grund sehe ich das alles ein bisschen mit Fragezeichen, das weiter auszubauen. Aus meiner Sicht gibt es, und das ist auch untersucht worden, gibt es an anderen Stellen viel mehr Möglichkeiten, die Elbe zu nutzen. Leider ist es aber so, dass wir von der tschechischen Seite her ja schon Grenzen aufgesetzt bekommen, aufgezeigt bekommen, wie wir überhaupt, dass wir überhaupt noch unsere Elbe beschützen können. Und das ist ein Problem. Also ganzheitliche Betrachtung, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, die Natur muss im Mittelpunkt stehen und nicht die Wirtschaft an erster Stelle. Darf ich da nochmal den verbleibenden 25 Sekunden kurz nachfragen? Also, wir sind ja hier just am Hafen um die Ecke, ne, vom Hafen Riesa. Sie haben das eben so schön dargestellt, es wird ja vor allem wieder Eisenbahnverkehr ausgebaut. Würde das bedeuten, dass man sich bei dem Hafen Riesa genauer anguckt und ob da wirklich für den Schiffsverkehr ausgebaut wird oder ob da eigentlich für andere Verkehr ausgebaut wird? Also zurzeit ist es so, dass wir in Riesa die Erfahrung machen müssen, dass viel mehr Lkw-Verkehr auf die Straße gesetzt wird, dass uns also bis 25% mehr über die Straße kommt und nicht über das Wasser. Das heißt also, der Hafen entlastet uns in Riesa überhaupt nicht. Okay. Vielen Dank. Können Sie auch nicht aufbewahren, die 10 Sekunden, das ist jetzt weg. Frau Mayer, Sie dürfen. Vielen Dank. Unabhängige Untersuchung auf jeden Fall, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind die doch jetzt auch schon sehr eindrücklich. Herr Ramser hat gesagt, er kann sich an Zeiten sozusagen vor der Friedlichen Revolution erinnern, dass da sehr viel verschifft wurde. Und in der Tat sind vor 89 9,5 Millionen Tonnen hier auf der Elbe transportiert worden. Und damals, Anfang der 90er Jahre, gab es eine Prognose, dass 2010 23 Millionen Tonnen auf der Elbe transportiert werden sollen. Aber wenn man sich dann die Zahlen anguckt, bis heute, wie viele Tonnen tatsächlich auf der Elbe transportiert wurden, dann sind die Zahlen sozusagen ziemlich erschreckend. 2018, also letztes Jahr, nur noch 100.000 Tonnen auf der Elbe. Das sind nur 5%, die tatsächlich transportiert werden. Und das ist sozusagen eine stetige Entwicklung seit 1990. Und wenn man sieht, wie viel Geld auch in den Ausbau investiert wurde, 91,5 Millionen Euro seit 1995. Und jetzt soll der Hafen nochmal für 20 Millionen ausgebaut werden. Und wir haben es ja gerade gehört, dass eben nur 5% und dass vor allem der Verkehr gerade durch die LKWs in die Stadt gezogen werden, dass es zur Lärmbelastung kommt, dass es zu Luftverschmutzung in der Stadt kommt. Wir Grünen sagen, wir sind nicht gegen den Umschlagplatz, aber nicht an diesem Standort, sondern man muss eher in Riesa nach einem anderen Standort suchen, der die Menschen hier vor Ort nicht belastet. Okay, aber wir lassen es mal. Das war sehr kurz, knapp, markierend. Ja. Sie dürfen als nächstes, bitte. Ja, wie man sieht, das ist ein sehr komplexes Thema und ich bin ja selber als Rieser an der Elbe aufgewachsen und der Eindruck täuscht, wie man sieht, an den Zahlen überhaupt nicht. Man hat früher ganz einfach mehr Transportschiffe auf der Elbe gesehen. Das ist heute einfach nicht mehr so. Und trotzdem soll eben halt jede Menge Geld noch reingesteckt werden. Und das sehe ich in Ihre Gesichter und ich weiß, die Erwartung ist da, jetzt kommt jemand von der FDP, der wird sagen, ja, aber klar, wir machen das wirtschaftlich und den Ausbau, das forcieren wir. Das ist ja genau das Problem. Wir stehen eigentlich für eine Politik, die heißt, die rechnen kann.
Und wenn wir praktisch Gelder in den Loch, in den Fass und den Boden werfen, gerade in Hafenausbau, der defizitär ist, ich bin sehr dankbar über diese Broschüre, die Sie mir gegeben haben, dann kann es eben halt so nicht weitergehen, sondern wir müssen eben halt sehen, lohnt sich dieser Ausbau, lohnt er sich aus Steuermitteln heraus, das noch weiter zu forcieren oder eben halt nicht. Das Problem ist aber, dass wir um eine Regulierung der Elbe in Form von Hochwasserschutz nicht herumkommen. Das heißt also, wir können tatenlos, können wir nicht eigentlich bleiben, sondern wir müssen ganz einfach weitersehen, wie können wir den Hochwasserschutz forcieren, wenn er dazu auch noch mit dazu dient, den Schiffsverkehr einfacher oder zumindest kontinuierlicher zu machen, dann sind wir gerne dazu bereit. Und deswegen wäre eine unabhängige Bewertung, wie so der Zustand und die Prognosen sind, eigentlich sehr hilfreich und sehr gut für uns. Hervorragend. Sie waren auch sehr knapp und haben eigentlich die wichtigsten Sachen gesagt. Also Baumaßnahmen muss man sich angucken und Sie wollen eine unabhängige Überprüfung haben, hier Geld unnötig verschwenden. Sehr schön. Die SPD, bitte. Die SPD. Ja, gegen die unabhängige Prüfung spricht auch gar nichts. Ich würde nur denken, dass sie dann, wenn, sehr, sehr schnell passieren muss, nämlich dann, bevor wirklich alle Entscheidungen dann getroffen sind. Insbesondere auch die Betriebsbedingungen dann in dem Hafen nach dem Ausbau, ob das jetzt jeden Tag 24 Stunden lang geht, inklusive Wochenende oder nicht, solche Fragen. Den Ausbau des Hafens persönlich sehe ich sehr, sehr kritisch an. Aus den angesprochenen Gründen auch. Ich bin der Meinung, Wasser kann man nicht herbeibauen, sodass auch ein Ausbau oder ein Umbau das Niedrigwasserproblem nicht lösen wird. Zudem gibt es Beispiele aus anderen Bundesländern, von anderen Flüssen, die kein Niedrigwasserproblem haben und auch dort ist nicht mehr aufs Schiff verlagert worden, aus verschiedenen Gründen. Und dazu zählt vor allem aus meiner Sicht die Planbarkeit. Also Wetterereignisse, Niedrigwasser, Hochwasser, alles Mögliche schränkt die Planbarkeit ein. Und in Zeiten von Just-in-Time ist das nichts, was die Wirtschaft unbedingt sehr liebt, also aus meiner Sicht nicht richtig. Was wir hier haben, Riesa, glaube ich, ist ein riesengroßer Güterumschlagplatz, der eigentlich kein Hafen ist, sondern ein Terminal aus Lkw und Schiene, der ohne Lkw nicht auskommt. Und das finde ich planerisch, zudem mit der Lage hier praktisch mitten in der Stadt, eigentlich wirklich katastrophal. Gut, vielen Dank. Sie waren am knappsten und dann deutlich auf den Punkt, würde ich sagen. Vielleicht das, entschuldigen Sie, ja, so sagen darf. Insgesamt, wenn ich kurz mal so ein Fazit ziehen darf, könnte ich mir vorstellen, wenn es jetzt diese Wahl gegeben hat und Sie sitzen da alle zusammen im Landtag, kommen Sie zusammen auf den Punkt. Also, weil ich schon weitestgehend das Gefühl habe, dass Sie alle sich das auch nochmal angucken wollen. Sie haben jetzt hier gerade nochmal gehört, die Zeit spielt eine enorme Rolle, also Sie werden schnell nach dem 1. September agieren müssen. Und dann hört es sich für mich so an, als ob der Elbeausbau außer in wenigen Bereichen und bei den eigentlich gar nicht mehr stattfinden wird, aber vielleicht ist es auch das Positive von Debor gewesen, was das gehört hat. So, dann